Warum sind die Leute im Moment so angepisst? Ich glaube, die haben jetzt gerade 20 Leute umgenietet. Und ich kann eine Stunde einsparen. Fällt mir gerade auch noch so ein. Wenn ich jede Nacht Razzia mache, kriege ich irgendwann ein Riesenproblem. Ich meine es mit den Duschen. Keine Stunde einplanen im Optimalfall. Jetzt gebe ich denen besseres Essen und dann sind die angepisst wegen mir. So, da fehlt überall warmes Wasser. Das besorgen wir euch mal eben. Darüber. Mein Gott, ich wäre schon richtig angepisst als Gefangener hier. Ich würde sagen, ey ihr Penner, hört doch mal auf, hier in einem Gefängnis rumzubauen. Ich will keine eigene Dusche. Wenn ich da nicht reinkacken darf. Irgend so ein Blödsinn. So, mit etwas Glück reicht die Hitze dafür. Unterbrecht die Razzia. Wow, wir haben einen einzigen, der qualifiziert ist, darin zu arbeiten. Wird aber besser jetzt. Ja. Im Chat wurde es auch nochmal gesagt, ich kann natürlich Duschzeiten einsparen. Das werde ich nächste Nacht mal in Betracht ziehen. Dass sie innerhalb von einer Stunde duschen können. Was ist dein Problem? Privatsphäre. Und du bist gerade ganz allein in deinem Raum. Privater wird es nicht werden. Danke, Elnau. Wünsch mir viel Erfolg und eine hektische Zeit. Wo mir gerade auffällt, wir könnten in der Waschküche auch nochmal eine Kamera machen zur Unterdrückung. Da habe ich nämlich den unteren Überwachungsmonitor jetzt auch mit 8 Kameras dann belegt. Es soll übrigens möglich sein, bis 1000 Gefangene im Moment, also beziehungsweise ein Tick mehr zu verwalten, seitdem das Performance-Update da war. Aber das wird man dann sehen.
wie viele Gefangene wir am Ende hier reinkriegen. So. Nicht Logistik, Informationen, auch nicht das mit den Banden. Die müssen wir nachher mal komplett auslagern. Ich glaube, den Banden gebe ich dann gute Zellen. Weil umso weniger sind die angepisst und umso zufriedener sind die. Und umso weniger Probleme kriege ich mit denen. So sehe ich das dann. So, das wird eine Normalsicherheitsgeschichte. Die Bücherei ist frei für alle. Beziehungsweise ist immer offen. Ah, hier vorne könnten wir auch mal ein Automatikding hinsetzen. Pop. So, 10.000 Zuschusszahlung, wofür? Wir haben 30 Nummernschilder produziert. Sehr schön. Hier sollten wir auch nochmal Nummernschilder setzen. Nicht Nummernschilder, mein Gott. Wie heißen sie? Metallaufspürgeräte. Metalldetektoren. Heute war übrigens ein schöner Tag. Mein Patenkind hat mich angerufen. Hat gemeint, es wäre eine absolute Win-Win-Situation. Ihr müsst euch vorstellen, 16-jähriges Mädel. Heute vor 16 Jahren bin ich Partneronkel geworden, genau. Und ruft an. Die Kantine ist definitiv zu klein, das müssen wir auch noch verändern. Und meint so Sachen wie, es wäre ja total super, sie hätte ein YouTube-Video von mir gesehen, wenn sie was mit mir machen könnte, um berühmt zu werden. Was sagst du da als Partneronkel? Klär es mit deiner Mutter, habe ich gesagt. Sieht die gut aus? weiß ich nicht, ob ich dazu eine Meinung abgeben kann als Patenonkel. Ich finde, mein Patenkind kann schon gut aussehen, wenn sie will. Sie hat aber eine ganz schöne Labertasche. Und sie redet so schnell, dass sie überhaupt nicht vernünftig redet mehr. Also ich bin ja schon schlimm. Aber es ist dann so, weißt du, dann wirst du angerufen und gesagt, ja, wir können doch mal voll was Lustiges machen zusammen und dann denkst du so, ja. Ja, wir improvisieren einfach. Ich und meine Freundin, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Freundin hieß. Sandra, Sabrina, irgendwie sowas. Und du musst sagen, dass ich dein Patenkind bin. Das glaubt mir in der Schule sonst keiner. Ja. Und wir machen Werbung für dich, das hat sie auch noch gesagt. Top, die Wette gilt. So, warum kommt da links einer in die Zelle rein? Ja, seid angepisst wegen Hygiene. Euch gebe ich gleich was. So, Banden. Toll, dass man dann nicht mal die Banden anklicken kann. Das finde ich ein bisschen von der Usability manchmal scheiße.
Weil jetzt will ich die Bandenmitglieder auslagern woanders hin und kann es eigentlich effektiv nicht. Haben wir nicht hier irgendwo einen in der Nähe? Kommen wir da hoch. Mein Gott, hast du wieder in deinem... in deiner... in deiner Zelle rumgekotzt. Woher kann man einen Bereich selektieren nur für Bandenmitglieder? Bestimmt nicht, da haben die nicht dran gedacht. Hochsicherheitstrakt, Schutztrakt. Machen wir aus denen einfach Hochsicherheitsleute. Alle, die einer Bande angehören. Wäre übrigens total cool gewesen von Entwicklern, wenn man auch noch eigene bestimmen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Eigene Gruppen. Upsala. Der Status von Factorio Tebbo ist fertig. Buahaha. Jetzt haben wir dich gespoilert, da ich die Rakete schon abgeschossen habe, sogar mit Satellit. Was soll das? Wo ist überhaupt eine Wache? Taser ihn! Ach, du hast keinen Taser. Dann verprüge sie. Und mir fehlt ein Hotkey für Durchsuchen, wenn ich zum Beispiel die Klos durchgehe. Weil du musst sie ja manuell durchsuchen, wenn du denkst, da wird irgendwo ein Tunnel sein. Es gibt noch so viel, was man verbessern könnte. So, der da ist auch Bandenmitglied. Ah, der hatte sogar was in seiner Toilette drin liegen. Factorio-Videos ab morgen wieder. Weil die Frage gerade aufkam. Ich kann ihn eine andere Klasse geben. Ach so, das war schon die Info. Hier, wegen den Leuten, die ich jetzt als Hochsicherheitstrakt-Person einstufe. So, was haben wir? Banden. Na, ich warte lieber, wenn Nacht ist. Dann kann ich mich besser mit denen auseinandersetzen wieder. So, wir noch eine Stunde duschen müssen. Ach, dann kriegt er eine Stunde mehr Freizeit. Ich bin mal nett. Irgendwann müssen wir den Trakt hier abreißen. Diese mehrfach belegten Zellen sind echt complicated. Ah, nicht so gut für uns. Das wollte ich eher sagen. So, das während der Arbeitszeit. Ich warte jetzt auf die Nacht, damit ich die rüberziehen kann. Was fehlt uns denn noch?
Die Kapelle ist immer voll. Das wird zu eng für eine Kapelle. Leichenhalle wäre jetzt auch nicht so geil, die da zu setzen. Den Postraum. 5x5 Minimum. Ups. Das wäre an der Stelle dann 6x5. Ach, ich bin so doof, hier Fundament anzuklicken. Ja, größere Kantine auch. Frage, ob Planet Base wiederkommt, weil ein neuer Planet da ist. Ich muss mir das erstmal angucken, bevor ich entscheiden kann, dass Planet Base wiederkommt. So, Essenszeit. Ich würde die Kantine auch versetzen. Dafür müssen wir aber erst wirklich mehr Platz schaffen. Da kann ich mich den Bereich hier zum Beispiel wegnehmen. Die Familienzellen auch ganz woanders hin. Und dann können wir nämlich hier so einen ganz großen Kantinenbereich einrichten. Wir nehmen ja auch zurzeit keine weiteren Häftlinge mehr auf. Das wäre einfach too much gerade. Und mir fällt auf, mir fehlt doch glaube ich noch hier nicht Fundament, sondern Räume, Exporte. Doch, die Tunnel, die anderen Tunnel baue ich auch noch, wo man nicht drunter buddeln kann. Aber die kosten Schweinegeld, deshalb habe ich das noch nicht gemacht. Das sind diese Perimeter-Tunnel. Küche, Hof, Lagerraum, wo ist es? Müll. Perimeterwände. Ich meine Perimeterwände. Es wird darüber gerade im Chat gesprochen, über diese Umfassungsmauer. Nur im Außenbereich. Die kostet aber 200 pro Stück. Und die will ich jetzt gerade noch nicht bauen. Weil einfach teuer. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Post. So dass wir irgendwann wirklich die ganzen Basic-Räume haben. Gut, Schlafenszeit gerade. So, pausier mal. Jetzt gucken wir mal eben, wo die ganzen Bandenidioten sind. Höchste Sicherheitsstufe. Die müssen alle nach links rüber. Die zwei habe ich. Der auch. Da haben wir noch einen.